Heute zeige ich euch, wie ihr ganz easy Shiny Bisa Samen, Pokémon Karmesin und Purpur fangen könnt. Ich habe ungelogen keine 7 Minuten dafür gebraucht. Ihr braucht natürlich wie immer das DLC, die Indigo-blaue Scheibe, und müsst die Erweiterung des Küstenareals in der Liga AG freigeschaltet haben. Ihr investiert dazu einfach am Computer in der Liga AG 3000 BP. Speichert zunächst das Spiel und stellt sicher, dass ihr folgende Sandwich-Zutaten dabei habt. Ihr braucht einmal Tomate, einmal grüne Paprika, einmal Zwiebel und zweimal Salatblätter sowie zwei beliebige Geheimgewürze. Achtet jedoch darauf, dass ihr weder süß noch sauer kombiniert oder süß und süß oder sauer und sauer, denn diese Kombinationen funktionieren nicht. Jetzt noch einmal kurz, wo müsst ihr eigentlich hin? Das ist echt easy. Und zwar begibt ihr euch einfach im Küstenareal auf diesen Berg hier. Ich habe hier auch, wie gesagt, ein Outbreak, aber ich habe das Shiny außerhalb des Outbreaks gefunden. Dieser ganze Weg hier entlang, dort überall spawnen ausschließlich Bisasamen, wenn ihr ein Pflanzensandwich aktiv habt. Ich zeige euch das hier einmal kurz. Hier, ihr könnt hier einmal hin und her rennen. Ihr könnt natürlich auch hier hochgehen. Zack, auf diesen Berg. Hier sind auch diverse Bisasamen am Start. Also selbst ohne Outbreak werdet ihr ganz easy ein Shiny finden.